Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Mein Name ist Michael Novello und dieses Videotutorial ist eine Fortführung des Flaggenwehen-Tutorials, wie man es auch immer nennen will. Wir haben in dem vorhergehenden Tutorial haben wir das Wehen der Flagge über einen Wave-Modifier erzeugt. Das sieht etwas künstlich aus, ist in seiner Abfolge alles andere als zufällig und wirkt demnach auch nicht natürlich. Deshalb werde ich jetzt mal hier diese Simulation stoppen. Wir behalten unsere Objekte, behalten wir. Wir löschen uns allerdings unseren Wave Modifier. Und in den Vertex-Einstellungen löschen wir uns die Vertex-Wave-Gruppe. Dann können wir unser Empty noch löschen. Brauchen wir momentan auch nicht. Und nun machen wir aus der Fahne doch das, was eine Fahne eigentlich ist. Eine Fahne ist aus Stoff. Also benutzen wir einen Cloth Simulationsmodifier. Wir können hier schon mal was auswählen, und zwar wählen wir hier mal Cotton aus. Und wir können hier schon mal die Self-Collision aktivieren, damit der Stoff, wenn er fällt, nicht durch sich selbst hindurchgeht. So, als nächstes müssen wir dafür sorgen, dass die Fahne nicht einfach nach unten fällt, sondern an dem Ort bleibt. Hierzu aktivieren wir mal das Pinning und gehen in den Edit-Modus der Fahne. Dann haben wir hier noch unsere alte Auswahl. Wir mit A-Taste wählen wir alles ab und mit B wählen wir uns mal diese Vertices aus. Dann erzeugen wir hier unter den Vertex-Einstellungen eine neue Vertex-Gruppe und nennen die mal Pinning. So, das können wir hinzufügen, ganz wichtig, nicht vergessen. Und dann in dem Cloth Modifier können wir hier das Pinning setzen. Das heißt nun, dass diese hier angepinnt sind an ihrer Position und der Rest bewegt sich frei. Wie das Ganze aussieht, können wir uns mal anschauen. Gehen mal auf Position 1 und machen mal weiter. So, und nun sehen wir, die Fahne ist angepinnt, alles in Ordnung. So, jetzt fällt aber unsere Fahne nach unten und fällt gegen den Mast. Der Mast sollte hier auch als Collision-Objekt eingestellt sein, damit die Fahne nicht durch den Mast hindurch geht. So, als nächstes brauchen wir natürlich etwas, damit unsere Fahne weht. Wir benutzen das, wie es auch in der Natur ist. Wir benutzen jetzt ein Force Field, und zwar einen Wind. Wir rotieren das Ganze mal um die Y-Achse, um 90 Grad, damit der Wind auch aus der richtigen Richtung weht. Die Windrichtung seht ihr anhand dieses großen Pfeiles hier. Wir positionieren ihn mal nach oben. So, und wir setzen die Stärke gleich mal relativ hoch auf 1000. Und wenn wir nun unsere Simulation mal starten zur Animation, dann sehen wir, es dauert etwas länger, bis das Ganze mal durchgecatcht ist. Und wir sehen, der Wind greift jetzt schon und lässt die Fahne wehen. Es ist eine sehr natürliche Art, da das Ganze mehr oder weniger auf Zufall basiert. Im Computer gibt es keinen richtigen Zufall, aber sehr nah dran. So, das war es soweit eigentlich, wie man eine Fahne natürlich wehen lässt. Sieht auf jeden Fall erheblich besser aus, wie rein nur mit dem Wave Modifier, und hat einfach den Vorteil, oder Blender hat den Vorteil, man kann eben sich die Sachen so gestalten, wie sie in der Natur auch sind. Und das sollte man auch nutzen. Keine Tricks, keine Hacks machen, zum Beispiel mit dem Wave Modifier, sondern einfach sich die Mühe machen und die dementsprechenden Dinge auswählen, wie jetzt hier zum Beispiel einen Stoff und Wind. Genauso wie in der Natur. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.